Herzlich willkommen also zum ersten Beitrag unseres 17. Darmstädter Jazz Forums. Vielleicht vorab noch die Anmerkung. Wir haben hier ein Publikum im Raum und wir haben ein Publikum an den Monitoren und beide dürfen, sollen, wollen hoffentlich auch mitdiskutieren. Das heißt, wir haben genügend an Diskussionszeit eingeplant und ich habe einen Monitor da, auf dem ich auch die Kommentare im YouTube-Channel abscanne und mit in die Diskussion einbringe, wenn es Fragen an die Referentinnen und Referenten gibt. Philipp Terriete, spreche ich das richtig aus? Terriete sogar, ja. Terriete. Philipp Terriete ist Pianist und Komponist und Forscher. Er hat in Freiburg, in London, Paris, Oslo und New York Klavier, Musiktheorie und Komposition studiert. Und er unterrichtet zurzeit an der Hochschule Luzern. Sein Beitrag beim diesjährigen Jazzforum basiert auf Studien für seine Promotion zum Thema The Influence of 19th Century European Music Theory on Early Jazz. Wir sind ziemlich gespannt und müssen jetzt irgendwo mal eine Tür zumachen. Genau. Philipp. Ja, vielen Dank für die Einladung, lieber Wolfram. Kann man mich hören? Ja. Alles okay. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ein weit verbreiteter Mythos innerhalb der Musikgeschichtsschreibung ist die Erzählung vom Self-Taught Genius, also vom autodidaktischen, meist männlichen Genie, das ganz ohne formelle Ausbildung auskommt, gleichsam nur aus sich selbst heraus schöpft, improvisatorisch intuitiv Neues schafft und mit den Konventionen der Zeit bricht. Aus der klassischen Musikgeschichte ließen sich zahlreiche Beispiele nennen, vor allem die großen romantischen Komponisten wie etwa Berlioz, Wagner oder Verdi, von denen lange Zeit behauptet wurde, sie seien Autodidakten gewesen, ja, die sich zum Teil sogar selbst als solche ausgegeben und vermarktet haben. Mit Blick auf die Lernbiografien so ziemlich aller Big Names der klassischen Musikgeschichte konnte die jüngere Forschung jedoch zeigen, dass jene Komponisten nicht nur keine Autodidakten waren, sondern dass sie zu den bestausgebildeten und fleißigsten Musikern ihrer Zeit gehörten. Das Narrativ vom Autodidaktentum und der demonstrative Anti-Akademismus waren wirksame Marketing-Tricks, durch die der Künstler erhöht und ein Geniekult aufgebaut werden konnten. In abgewandelter Form wurde jenes Narrativ vom autodidaktischen Genie auch in der Jazz-Geschichtsschreibung übernommen und es konnte sich hier vielleicht noch stärker als in der klassischen Musikwelt verbreiten und festsetzen. Denn Morgenstern schrieb bereits 1973, ich zitiere, "Many people believe that the early jazz musicians were self-taught geniuses who didn't read music and never took a formal lesson. A romantic notion, but entirely untrue. Almost every major figure in early jazz had at least a solid grasp of legitimate musical fundamentals and often much more." Zitat Ende. In der Zwischenzeit sind Studien erschienen, die belegen, dass ein Großteil der frühen Jazzmusiker durchaus über gute Lesefähigkeiten verfügte, ja darüber verfügen musste, weil sie sonst auf dem umkämpften Arbeitsmarkt überhaupt keine Chance gehabt hätten. Anhand von Manuskripten, von Partituren, von Stock-Arrangements etc. konnte ebenfalls gezeigt werden, dass viele von ihnen auch über ein solides kompositorisches Handwerk verfügten, das sie sich kaum selbst beigebracht haben konnten. Unklar bleibt aber meist, wo und wie genau sie ihr Handwerk erlernten. In der Jazzforschung wurde dieser Bereich bisher kaum systematisch beleuchtet. Durch die Fokussierung auf die spektakuläreren Aspekte des Künstlerlebens und auf die Werke bzw. die Aufnahmen der Protagonistinnen und Protagonisten des Ragtime, Blues und Jazz wurde der Blick auf ihren Ausbildungshintergrund gleichsam verstellt. Gleichzeitig ist die Professionalität der Ausbildung, insbesondere schwarzer Musikerinnen und Musiker, unterschätzt worden. Ausgehend von der Annahme, dass sie vor allem in den Südstaaten kaum Zugang zu Bildungsinstitutionen hatten oder, falls doch, dass die Qualität ihrer Ausbildung minderwertig war, wurde insbesondere ihnen häufig ein Autodidaktentum unterstellt. Wenn man aber genauer hinschaut, so zeigt sich, dass auch sie vielfach eine gründliche musikalische Ausbildung erhalten hatten, und zwar nicht nur privat, sondern oftmals an den sogenannten Historically Black Colleges and Universities, abgekürzt HBCUs. Die HBCUs dienten seit ihrer Gründung als Horte und wichtige Zentren für die Förderung
und Entwicklung schwarzer Talente in einer Vielzahl von Berufen und sie trugen maßgeblich zum Racial Uplift innerhalb der Black Community bei, also zum sozialen Aufstieg durch Bildung. Ich möchte in meinem Vortrag zeigen, wie die musikalische Ausbildung an den HBCUs im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert aussah und welchen Einfluss sie auf die Entwicklung schwarzer Musikerinnen und Musiker sowie ihre Musik gehabt haben mag. Mein Vortrag gliedert sich in vier Teile. Im ersten Teil möchte ich zunächst kurz die Geschichte der HBCUs skizzieren. Wie entstanden sie? Wer unterrichtete dort? Dann im zweiten Teil möchte ich die Lehrpläne ausgewählter, vorwiegend weißer Institutionen, sogenannter Predominantly White Colleges and Conservatories, abgekürzt PWCs, mit denen der HBCUs vergleichen. Dann möchte ich einige Lernbiografien bedeutender schwarzer Musikerinnen und Musiker kontextualisieren und schauen, welchen Einfluss die Ausbildung auf ihre Karriere gehabt haben könnte. Und schließlich möchte ich diskutieren, inwieweit rassistische und sexistische Vorurteile die Historiografie des Jazz geprägt haben und was es noch zu erforschen gilt. Kommen wir also zum ersten Punkt. Die überwiegende Zahl der HBCUs wurde nach dem Ende des Bürgerkriegs in den Südstaaten gegründet, vor allem während der Reconstruction Era zwischen 1865 und 1877. Das Ziel war es, der schwarzen Bevölkerung auch dort den Zugang zu höherer Bildung zu ermöglichen. Im Norden erhielten Schwarze schon zum Teil vor dem Bürgerkrieg Zugang zu weißen Ausbildungsinstitutionen und es wurden dort vereinzelt auch bereits HBCUs gegründet, wie etwa die Cheney oder Wilberforce University in Ohio. Ein flächendeckender Zugang zu höheren Ausbildungsinstitutionen war aber auch im Norden bis zum Ende des Bürgerkriegs nicht gegeben. Initiiert und durchgeführt wurden die Gründungen der HBCUs in erster Linie vom Freedmen's Bureau, das sich um die Belange ehemaliger Sklaven kümmerte, und der American Missionary Association, die zusammen mit dem Freedmen's Bureau auch hunderte Schulen für Schwarze in den Südstaaten errichteten. Unterstützt wurden diese Organisationen außerdem von weißen Philanthropen aus dem Norden. Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts wurden so etwa 86 HBCUs gegründet, bis 1930 stieg die Zahl etwa weiter an auf 121 und bis heute ist die Zahl wieder zurückgegangen auf etwa 100. Zu den ersten nach dem Bürgerkrieg gegründeten HBCUs zählten beispielsweise die Atlanta University, die Fisk University in Nashville oder die Strait University in New Orleans. Dort gab es jeweils in der unmittelbaren Nähe auch Freedmen's Bureaus. Wir sehen hier eine kleine Karte, also alles, was da so dunkelrote Fähnchen sind im Süden, sind die HBCUs, die nach dem Bürgerkrieg gegründet wurden. Und alles, was oben blau ist, die wurden zum großen Teil schon vorher gegründet. Aber auch in den Nordstaaten wurden weiterhin HBCUs gegründet, nach dem Bürgerkrieg zum Beispiel die Howard University in DC, wo ja auch die jetzige Vizepräsidentin Kamala Harris studiert hat. Die Lehrkräfte an den schwarzen Schulen und HBCUs waren in der Anfangsphase zum größten Teil weiß und zum kleineren Teil schwarz. Ein Verhältnis, das sich Generation für Generation verschob und schließlich umkehrte. Der Großteil der Lehrkräfte war an Universitäten im Norden ausgebildet worden, deren Lehrpläne man in der Regel übernahm. Obwohl an den HBCUs seit ihrer Gründung Musik unterrichtet wurde, wurden eigenständige Music Departments, die auch Degrees verleihen konnten, erst in den 1880er und 90er Jahren gegründet. Interessanterweise wurden die ersten vorwiegend weißen Music Conservatories, PWCs, nicht allzu lange Zeit davor gegründet, nämlich mit Ausnahme des Peabody Conservatories, auch erst nach dem Bürgerkrieg. Bis zum Ende des Jahrhunderts wurden in größeren Städten dann etliche neue Conservatories gegründet. Sie sehen hier nur eine kleine Auswahl, beispielsweise das Oberlin College, das New England Conservatory, das National Conservatory of Music in New York, wo Dvořák für 3 Jahre lang Direktor war. Und wir sehen unten, die Juilliard School wurde erst relativ spät gegründet, der Vorläufer des Institute of Musical Art 1905. Und rechts daneben sehen wir dann das Fisk University Music Department, etwa 1885 wurde das gegründet. Die Musikausbildung an den HBCUs zielte im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert in erster Linie darauf ab, Musiklehrer und Musiklehrerinnen, vor allem Musiklehrerinnen für schwarze Schulen und Universitäten im ganzen Land hervorzubringen. Nicht zuletzt aufgrund dieses Bildungsauftrages hatten die HBCUs auch eine gewichtige Stimme in der Debatte
um die Future of Black Music. Ich werde darauf noch zurückkommen. Kommen wir damit zum zweiten Teil, dem Vergleich der Curricula. Die Lehrkräfte an vorwiegend weißen Music Conservatories waren zum größten Teil in Europa ausgebildet worden, und zwar mit einer überwältigenden Mehrheit an deutschen Konservatorien. Allem voran dem Königlichen Konservatorium zu Leipzig und an zweiter Stelle dem Pariser Konservatorium. Aber auch an anderen Konservatorien, etwa in Wien, Brüssel, Mailand, Prag etc. An den neu gegründeten US Conservatories übernahmen die Curricula der führenden europäischen Konservatorien. Diese umfassten sowohl Instrumental- und Gesangsstudiengänge, inklusive Chor-, Ensemble- und Orchesterpraxis, als auch Komposition und musiktheoretische Disziplinen wie etwa Harmonielehre, Generalbass, Kontrapunkt, Formlehre, auch Harmonielehre am Klavier, Improvisation, Solfège etc. Der Einfluss der europäischen Lehrtraditionen in den USA stellt sich vereinfacht so dar. Die meisten Conservatories übernahmen das Leipziger Curriculum und einige das Pariser Curriculum. Aber warum ausgerechnet Leipzig? Das Leipziger Konservatorium war Ende des 19. Jahrhunderts das weltweit einflussreichste Konservatorium. 1843 von Felix Mendelssohn gegründet, lag es im Herzen des Deutschen Bundes, hatte zahlreiche Starprofessoren vorzuweisen, wie etwa Robert Schumann oder Ignaz Moscheles, und war international ausgerichtet. Es zog daher besonders viele US-amerikanische Studierende an, die nach ihrer Rückkehr in die Heimat an den neu gegründeten Conservatories unterrichteten oder selbst solche gründeten. Außerdem emigrierten im späten 19. Jahrhundert zahllose deutsche Musiker in die USA, von denen viele am Leipziger Konservatorium studiert hatten, und auch sie importierten das Leipziger Modell. Wir sehen hier oben Straßburger Pilcher Conservatory, aber Chicago Musical College, Oberlin Conservatory und das New England Conservatory, wir werden es gleich an Lehrplänen auch sehen. Und auch das National Conservatory in New York wurden eher vom Pariser Konservatorium beeinflusst. Die Dominanz der Deutschen, insbesondere der Leipziger Musikpädagogik, erkennt man auch am Angebot von Lehrbüchern. Die meistverkauften Lehrbücher zu den Themen Harmony und Counterpoint waren damals die Übersetzungen der Harmonie- und Kontrapunktlehren der Leipziger Konservatoriumsprofessoren Ernst Friedrich Richter und Salomon Jadassohn. Was geschah nun also an den Historically Black Colleges? Dort orientierte man sich bei der Gestaltung der Curricula vor allem am Oberlin und am New England Conservatory. Das liegt wiederum daran, dass an den HBCUs vor allem Absolventen dieser beiden Institutionen, die ich hier in der Mitte eingekreist habe, eng mit der American Missionary Association verbandelt waren und entsprechend viele Lehrerinnen und Lehrer an diese Historically Black Colleges entsandten. An den HBCUs wurde das instrumentalpraktische und kompositorische Handwerk also vor allem anhand klassischer europäischer Musik und nach klassischen Lehrplänen vermittelt. Als Beleg dafür möchte ich nun einige Curricula der Music Departments von PWCs und HBCUs vergleichen, und zwar über einen Zeitraum von ca. 30 Jahren, von 1884 bis 1912. Ich konzentriere mich dabei auf die Inhalte in den Fächern Harmony und Composition, da diese beiden Fächer eine wichtige Grundlage für die Entwicklung der kompositorischen und improvisatorischen Fähigkeiten von Musikern darstellen. Schauen wir uns zuerst das wohl wichtigste und älteste US-Konservatorium an, das Oberlin College Conservatory. Das Vorbild war, wie gesagt, das Leipziger Konservatorium. Sämtliche Direktoren und Professoren des Oberlin Conservatories hatten in Leipzig studiert. Hier sehen wir das Gebäude und hier den Catalog aus dem Jahr 1890 mit dem Lehrplan. Als Harmonielehre wurde das Manual of Harmony von Ernst Friedrich Richter vorgeschrieben. Und was man da machte, war Harmonizing Basses and Melodies, Chorales, Kontrapunkt und Fuge studierte man und das klassische Repertoire. Schauen wir uns zum Vergleich die Fisk University an. Das Vorbild war das Oberlin Conservatory. Sämtliche Professoren in Fisk hatten dort studiert, etwa Jenny Robinson, die 32 Jahre lang Direktorin des Fisk Music Departments war. Sie sehen hier die Jubilee Hall und hier den Katalog aus dem Jahr 1884-85.
Und der Lehrplan wurde fast wörtlich vom Oberlin Conservatory übernommen. Wiederum mit Richters Manual of Harmony und einem Third, Fourth Term etc. Exercises, wie die wir vorhin gesehen haben. Orchesterpraxis und das typische Leipziger Repertoire. Das kann man auf das Leipziger Konservatorium sehr klar zurückführen. Ähnlich wie beim Oberlin Conservatory sieht der Lehrplan des New England Conservatories aus. Sämtliche Professorinnen und Professoren hatten dort, ein Großteil der Faculty auch vom NEC hatte in Leipzig studiert. Aber hier sind nun auch schon Einflüsse des Pariser Konservatoriums zu spüren. Aber wenn man sich den Inhalt anguckt, das ist auch wieder Harmony, Counterpoint, Canon and Fugue, Mixed Counterpoint, verschiedenste, bis man dann halt zu den Fugen weiter vordringt. Gehen wir nochmal zu zwei Historically Black Colleges. Wir sehen hier den Lehrplan der Wilberforce University und dort wurde der Lehrplan vom Oberlin Conservatory und dem NEC übernommen, wiederum mit den Harmonielehren von Richter, aber auch Lehrbüchern von Jaroszon und Ludwig Bussler, der seinerzeit Professor für Musiktheorie in Berlin war. Der Direktor des Music Departments der Wilberforce University war übrigens William Arthur Calhoun, der Vater der Bluesmusikerin Lovie Austin. Und an der Howard University wurde der Lehrplan wiederum nach dem des Oberlin Conservatories ausgerichtet. Hier sehen wir jetzt schon eine Harmonielehre von Hickox und Lehmann. Die haben beide in Leipzig studiert und dann später auch in Oberlin unterrichtet. Ich könnte das jetzt hier noch eine ganze Weile so weitermachen mit den Lehrplänen. Chicago Musical College und auch anderen Black Colleges. Das sieht fast immer so aus für diese Zeit. Und es ist erstaunlich, dass das über die ganze, also über so einen langen Zeitraum sehr ähnlich ist. Das hat mich bei den Recherchen wirklich sehr überrascht eigentlich. Kommen wir nun damit zur Kontextualisierung einiger Lernbiografien. Ich habe hier jetzt mal eine Liste gemacht von wichtigen Lehrerpersönlichkeiten, die auch wiederum Protagonistinnen und Protagonisten des Jazz beeinflusst haben. Also auszugsweise mal William J. Nickerson war ein sehr wichtiger Lehrer in New Orleans, hat an der Strait University studiert und unterrichtet an der Southern University. Nathaniel Clark Smith, ein sehr wichtiger Lehrer in Kansas City, unter anderem auch Charlie Parker hat noch bei ihm studiert. Tim Brim, Melville Charlton in New York, sehr wichtige Lehrer. Will Vodery war einer der wichtigen Mentoren auch von Duke Ellington, Kemper Harold, von Fletcher Henderson. Henry Lee Grant war der wichtigste Lehrer von Duke Ellington. Und Camille Nickerson, die Tochter von William J. Nickerson, war eine sehr wichtige Lehrerin an der Howard University, etc. Wenn wir jetzt anschauen, wie das bei den Protagonistinnen und Protagonisten selbst aussieht, dann können wir sehen, Will Marion Cook hat in Oberlin studiert und auch in Berlin übrigens, dann am National Conservatory, James Rhys Europe, Lovie Austin, Jelly Roll Morton hat bei William Nickerson studiert, Fletcher Henderson hatte ich schon erwähnt, Lillian Hardin hat an der Fisk University studiert, am Chicago Musical College bei einem engen Freund von Brahms, hat dann noch ein Doktorat gemacht am New York College of Music, dem Vorläufer der NYU. Coleman Hawkins hat Harmony studiert am Washburn College, Teddy Wilson am Tuskegee Institute, am Talladega College. Also es gibt wirklich extrem viele Biografien, die ganz eng mit diesen Historical Black Colleges verbunden sind. Leider bleibt hier nicht die Zeit, den Einflüssen in den Werken dieser Musikerinnen und Musiker gründlich auf die Spur zu gehen. Zwei Beispiele möchte ich aber doch zeigen. Eins von Scott Joplin und eins von William C. Handy. Scott Joplin erhielt frühen Musikunterricht bei einem sächsischen Lehrer, Julius Weiss, ging auf eine schwarze Schule, entweder die Orr School oder die Lincoln School, das weiß man nicht genau, studierte am Historically Black College, dem George R. Smith College, Theory and Harmony heißt es, hatte eventuell Unterricht mit dem Dirigenten des damaligen St. Louis Symphony Orchestras, der ein Leipziger Konservatoriumsabsolvent war. Und Scott Joplin lernte Kontrapunkt nach Salomon Jaroszons Manual of Counterpoint, was wir vorhin auch gesehen hatten. Wenn man sich anschaut, die Oper Trimonicia, satztechnisch, also kompositorisch mal genauer reinschaut, dann sieht man hier, Joplin verwendet das sogenannte Omnibus-Modell, das sehr eng verwandt war mit dem sogenannten Teufelsmühlen-Modell, das Beethoven auch schon benutzt und in Generalbasslehren seiner Zeit kodifiziert war. Und genau dieses Modell
finden wir auch bei Jadasson im Manual of Harmony, lustigerweise sogar in der fast gleichen Tonart an der Stelle, die Ausschnitte auf jeden Fall. Dann gehen wir weiter zu William C. Handy. William C. Handy hatte Orgelunterricht in der Kirche seines Vaters, der Priester war, und frühen Musikunterricht Solfège-Coursing an der Florence District School for Negroes. Er studierte am A&M College in Huntsville, Alabama, wo er übrigens auch Teil der Faculty wurde. Hatte Privatunterricht bei Maurice Bach, einem schweizerischen Organisten, Dirigenten, Absolventen auch des Leipziger Konservatoriums. Und wenn wir hier uns diesen Catalog aus Huntsville ansehen, das ist die Band aus dem Jahre 1912, da sehen wir William C. Handy in der Faculty unten als Music Teacher. Und hier auch die Inhalte dort sind, sieht sehr wie Leipzig aus. Also Löschhorn und auch die Mendelssohn-Lieder ohne Worte, das populäre Repertoire der Zeit und auch Generalbass, Thoroughbass, Transposition, Chord Formations etc. Und damit komme ich nun zum letzten Beispiel für diesen Teil. Ein Zitat, erst noch das musikalische Beispiel von William C. Handy, also aus dem Memphis Blues. Wenn wir mal reinschauen in den Takt 6-7, die typische Blues-Kadenz mit dem Septakkord 4 auf der vierten Stufe zur 1, die findet sich übrigens bei William C. Handy hier mit dem als übermäßiger Quint-Sextakkord notiert, findet sich hier 4 zu 1 bei Jadasson auch im Manual of Harmony. Damit komme ich nun zum letzten Beispiel für diesen Teil und einem Zitat von Teddy Wilson zur Bedeutung seiner Ausbildung. Ich zitiere: My first contact with music was with a straight or classical kind, and my life in jazz has in no way diminished my interest in classical music. I learned to read music with great facility at an early age, and I have successfully put my memory to the test since with such things as the Greek piano concerto, Chopin etudes, Chopin preludes, Bach, and so on. Und weiter. I went to a wonderful little college called Talladega in Alabama, north of Tuskegee and 60 miles southeast of Birmingham. There I continued my music studies, majoring in music theory, ear training, sight singing, the beginnings of counterpoint, harmonizing melody, building up four-voice harmony from a figured bass, in short, learning all the rules and regulations that the great composers grew up by in the conservatories of Europe. Incidentally, I would recommend music theory education to any musician, no matter what instrument he plays or whether he's a jazz or a classical player. I found it absolutely invaluable to get appreciation of voice leadings and the inner structure of music to refine my playing. So I majored in theory and thoroughly enjoyed it. Zitat Ende. Damit komme ich nun zum letzten Punkt meines Vortrags, der Diskurskritik. Da ist zunächst die Debatte um die Black Classical Music und die Black Popular Music. Diese Debatte wird in der Gegenüberstellung des Jazz als schwarzer Musik auf der einen und klassischer Musik als weißer Musik auf der anderen Seite oftmals außer Acht gelassen, beziehungsweise sogar dazu genutzt, die Trennung zwischen den Stilen noch stärker hervorzuheben. Dabei zeigt sich in der Auseinandersetzung mit den Ausbildungstraditionen an den HBCUs, wie nahe sich die Black Classical Music und die Black Popular Music in handwerklicher Hinsicht einstmals standen und wie stark sie sich gegenseitig beeinflussten. Vor dem Hintergrund der New Negro Ideology des Philosophen und Vaters der Harlem Renaissance, Alan Leroy Locke, wurde in der Black Community um die Jahrhundertwende hart darüber gestritten, wie die schwarze Musik zu klingen und sich zu repräsentieren habe, um Respectability in der Gesellschaft zu erlangen und den Racial Uplift zu befördern. An den HBCUs versuchte man daher, sich möglichst stark zu assimilieren und richtete sich ganz nach dem klassischen europäischen Kanon. Ragtime, Blues und Jazz galten bis weit ins 20. Jahrhundert nicht als respektabel. Dagegen aber wohl arrangierte Negro Spirituals wie etwa die der Fisk Jubilee Singers oder auch klassische Werke, die auf sogenannten Negro Melodies basierten, in der Art der 9. Symphonie von Dvořák. Vier der bedeutenden afroamerikanischen Komponistinnen und Komponisten sehen Sie hier: Henry T. Burley, Will Marion Cook, auch ein Mentor von Ellington, die haben beide bei Dvořák studiert, Florence Price und William Grant Still. Jedoch blieb auch solch umfassend ausgebildeten Musikerinnen und Musikern wie Ihnen aufgrund ihrer Hautfarbe der Zugang zu den Konzertsälen oftmals verwehrt, und so gab es meist nur zwei Auswege: das Unterrichten oder die Popular Music, also Ragtime, Blues und Jazz.
Und damit komme ich zum zweiten Kritikpunkt, dem Thema des negativen und sogenannten positiven Rassismus. Ich sage das in Anführungsstrichen, am Beispiel der Literacy bzw. Illiteracy. Im Narrativ des Self-Taught Illiterate Genius, das übrigens vor allem von weißen männlichen Autoren geprägt wurde, lässt sich in meinen Augen bei genauerem Hinsehen eine Form des sogenannten positiven Rassismus erkennen, der im Gewand des Benevolent Prejudice, also des wohlmeinenden Vorurteils, daherkommt. Aller Schwarze sind grundsätzlich sportlich oder haben Rhythmus im Blut, sind musikalisch etc. Mir erscheint das durchaus als moderne Fortschreibung des Mythos vom edlen Wilden. Das ist ein komplexes Thema und es ist unmöglich, hier umfassend zu beleuchten, welche Aspekte bei der Herausbildung und Entwicklung dieses Narrativs alle eine Rolle gespielt haben. Nicht unerheblich dazu beigetragen haben dürfte aber, dass schwarze Musikerinnen und Musiker selbst ihre Professionalität oftmals gezielt verschleiert haben, wie das folgende Zitat zeigt. Ich zitiere: James Rees Europe would buy full stock arrangements of the popular hits of the day and rehearse his musicians, all of whom were good readers, extensively in this material, adding a few distinctive touches to make the arrangement fit the band. Once the arrangement was worked over, however, it would be memorized and the music would not be brought to the job. UB Blake stated that this was to avoid breaking the white stereotype that blacks were too stupid to read music and that their musical ability was a wondrous gift and not the result of hard work. To maintain this illusion, Europe, when taking requests, would ask the patrons to sing a few bars of the melody and ask for a few minutes to work it out with the boys. Then he would have the orchestra play the tune exactly as it had been rehearsed, to the accompaniment of amazed remarks by the audience about the natural talent of these Negroes. Thus, at the expense of continuing a degrading stereotype, Europe's men were able to get high-paying jobs, and by putting on old massa, in that way, gain a certain amount of personal satisfaction out of an awkward situation. Zitat Ende. Und damit komme ich zum letzten Punkt dieses Teils dem Thema sexistischer Geschichtsschreibung. Lange Zeit lag der Fokus der Jazzgeschichtsschreibung bekanntlich auf den männlichen Giants of Jazz. Und Jazzmusikerinnen wurden, mit Ausnahme von Sängerinnen, weniger beachtet. Hervorragend ausgebildete Musikerinnen wie Harriet Gibbs, Lulu Childers, Lovie Austin, Florence Price oder Lillian Hardin wurde erst in jüngster Zeit die Beachtung geschenkt, die sie verdienen. Aber auch auf diesem Feld besteht noch Forschungsbedarf. Dabei gilt es aus meiner Sicht, nicht nur ihre künstlerischen, sondern auch ihre pädagogischen Leistungen zu würdigen. Damit am Ende meines Vortrags angekommen, möchte ich noch ein kurzes Fazit ziehen. Die Betrachtung der Geschichte der HBCUs zeigt, welch einen enormen Einfluss sie auf die musikalische Ausbildung der Black Community und auf die Entwicklung der Black Music ausgeübt haben. Die Auseinandersetzung mit dieser Geschichte ist wichtig, denn sie ermöglicht es, viele Lücken in der Jazzgeschichtsschreibung zu füllen und Widersprüche aufzulösen. Der Vergleich der Curricula der europäischen und US-amerikanischen Konservatorien mit denen der Music Departments der HBCUs zeigt, wie ähnlich und erstaunlich einheitlich die Lehrpläne damals waren. Dabei zeigt sich auch die starke eurozentrische, ja geradezu germanozentrische Ausrichtung. Das lässt sich am Beispiel der Harmonielehre nachverfolgen. So dürfte es wohl vor allem an den Büchern von Richter und Jaderson liegen, dass die US-amerikanische Stufentheorie, die in den USA sowohl im klassischen Bereich als auch im Jazz noch heute so verbreitet ist, der Leipziger Stufentheorie so ähnlich ist. Die konkreten Einflüsse der klassischen Harmonie- und Kontrapunktlehre auf die Entwicklung der Jazz-Harmony sowie auf die Kompositions- und Improvisationslehre des Jazz sind noch genauer zu beleuchten. Aber die Analysen von Werken und Aussagen wie die von Teddy Wilson deuten darauf hin, dass der Einfluss bedeutend war. Viele schwarze Musikerinnen und Musiker sahen ihre klassische, instrumentalpraktische und kompositorische Ausbildung mit Stolz als wichtige Grundlage für ihre Karriere an, die es ihnen auch ermöglichte, stilistisch neue Wege zu beschreiten. Bei der Auseinandersetzung mit dem Ausbildungskanon der HBCUs geht es nicht darum, die genuinen Leistungen und die Originalität der schwarzen Musikerinnen und Musiker als Schöpfer individueller, bahnbrechend neuer Stile zu relativieren, sondern darum, die konkreten Einflüsse genauer benennen zu können, die zur Herausbildung des Jazz dieser Stile geführt haben.
Ragtime, Blues und Jazz, aber auch die verschiedenen Strömungen der Black Classical Music sind von ihren Ursprüngen her hybride Stile, die verschiedenste kulturelle und musikalische Einflüsse in sich vereinen. Und diese kulturelle Vielfalt spiegelt sich im Schaffen und der beeindruckenden künstlerischen Bandbreite schwarzer Musikerinnen und Musiker wieder, von Scott Joplin über Lillian Hardin bis hin zu Teddy Wilson. Sie konnten mühelos zwischen verschiedenen Stilen hin und her wechseln, aber nicht etwa, weil ihnen das auf wundersame Weise in die Wiege gelegt worden wäre, sondern weil sie sich diese künstlerische Meisterschaft und die Freiheit hart erarbeitet hatten. Die Auseinandersetzung mit ihren Lernbiografien ermöglichte es, diese Leistung zu würdigen und mit Mythen, rassistischen Stereotypen und wohlmeinenden Vorurteilen aufzuräumen, wie dem des Self-Taught Illiterate Genius. Die Kontextualisierung und der Blick auf das große Ganze führen weg von den Legenden über einzelne Jazz-Heroes hin zum Verständnis der gesamtgesellschaftlichen Leistung der Black Community und, wie wir zuletzt gesehen haben, auch zu einer Anerkennung des Beitrags, den die riesige Gruppe schwarzer Frauen leistete, die als Lehrerinnen das Rückgrat des schwarzen Bildungssystems bildeten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Philipp Terite. Ich habe gestern aus ganz anderen Gründen in einer im Afro-American eine Konzertkritik aus dem Jahr 1934 gefunden über ein Schulkonzert, bei dem Alice Larkins, ein Pianist, den ich sehr bewundere, der eine oder die andere vielleicht kennt, weil er mal Begleiter von Ella Fitzgerald war, Schumann und ich weiß nicht mehr was sonst, also ein Repertoire vor allen Dingen klassischer europäischer Musik spielte. Und mir wurde, nachdem ich das gelesen habe, und er war gerade 10 Jahre alt, mir wurde danach nochmal bewusst, wie sehr ich das häufig ausgeblendet habe, dass also Musiker wie er oder Teddy Wilson oder andere durch die Schule gegangen sind, durch die europäische Schule gegangen sind und daraus ihre eigene Stimme entwickelt haben. Meine Frage bezieht sich jetzt nicht darauf, das war nur so ein Aside. Meine Frage wäre, wir hören ja häufig von afroamerikanischen Musikerinnen und Musikern, die erzählen, wie wichtig ihre Lehrer für sie gewesen sind. Und auch jetzt, als du gesagt, wenn du davon gesprochen hast, er studierte bei, habe ich immer so etwas gestockt und habe gesagt, ach, der hatte bei dem studiert, weil wir doch mit dem Studieren, zumindest hier in Deutschland, immer einen stark akademischen Lebensweg oder Ausbildungsweg verbinden. Aber das meinst du nicht, wenn du sagst, er studierte bei, oder? Zum Teil meine ich das, zum Teil meine ich das nicht. Und zwar, also das ist jetzt natürlich, um in der Kürze der Zeit mit diesem riesigen Thema umzugehen, nicht ganz so leicht wegen der Begrifflichkeit, aber studieren wirklich, das waren enrolled, also ich habe beispielsweise an der NEC in den Archiven die Student Cards mit dem Enrollment finden können, von Florence Price beispielsweise. Und da ist wirklich ein komplettes Curriculum durchlaufen worden, was für mich wirklich den Begriff Studium rechtfertigt. Bei Scott Joplin beispielsweise ist das wahrscheinlich nur 1,5 Jahre gewesen oder vielleicht 2 Jahre. Das kann man nicht so genau sagen. Aber jetzt ist natürlich auch die Frage, was bedeutet Studieren überhaupt? Also, und lernen. Also ich finde das immer bei dem Autodidaktentum so interessant. Was lernt man wirklich selbst oder wie lernt man? Und da kommt man ganz schnell in ganz, ganz krasse Untiefen über das Lernen überhaupt. Und es fragt sich dann auch Vormachen, Nachmachen oder ganz häufig liest man ja dann in Biografien We learned on the bandstand. Aber ich glaube, dass das genau ganz häufig nicht der Fall war. Ich glaube, dass das wirklich, also wenn man auch auf Fotos sehen kann, ein regelrechter akademischer Kontext war, in einem Klassenverbund mit satztechnischen Studien und dem klassischen Repertoire, wo man wirklich sagen kann, nee, das ist schon das Studium, was wir kennen, das bürgerliche Studium, das im späten 19. Jahrhundert sich so ausgebildet hat, wurde dort versucht zu implementieren. Und
Wie das im einzelnen Fall aussieht, das muss man dann im Detail immer gucken. Aber da ist ganz viel in den Biografien, ist ganz schwierig häufig zu sehen, was war da eigentlich genau passiert, weil das so zwischen den Zeilen muss man es lesen, wenn man es liest und den Kontext sehen. Aber ich meine das tatsächlich manchmal ganz explizit als Studium, ja. Wann hat sich das verändert, dass, also ich kann mich daran erinnern, als Errol Garner gestorben ist, wurde in der Tagesschau darüber berichtet, also das Herausragende war, dass er keine Musik lesen konnte, angeblich. Hm. Und ganz ehrlich, Besucherinnen und Besucher des Jazzinstituts, ich wollte jetzt sagen, vor allen Dingen der älteren Generation, aber ich gehöre so langsam selber dazu, heben häufig immer noch hervor, wie toll das doch ist, dass Musiker improvisieren können und keine Noten brauchen. Wann hat sich das geändert, dass Musikern ihre Ausbildung auch in ihrer PR wichtiger war, darauf hinzuweisen? Also ich denke, dass bis zu dem Punkt, wo man wirklich von Aufnahmen lernen kann, also das wird immer betont, ja, die haben, also auch Ellington, die hätten früher Piano Rolls sich das da abgehört und dann dadurch gelernt. Das mag ein Faktor gewesen sein, aber wenn man sich überlegt, dass bis zum späten, eigentlich 19. Jahrhundert, es nötig war und auch im frühen 19. Jahrhundert zu publizieren, also Partituren herauszugeben, William C. Handy ist ein Beispiel, Scott Joplin ist ein Beispiel, ohne dass man ja nicht berühmt werden konnte eigentlich, dann zeigt sich da einmal schon mal der erste Widerspruch, denke ich. Mhm. Ich glaube, wir projizieren ganz, also was ich versuche in meiner Arbeit ist, nicht zurück zu projizieren von dem, was kam später, dass man übers Gehör von anderen lernt, ist vollkommen klar. Aber ich glaube, dieses akademische Setting, das war damals tatsächlich standardisiert und durch den Anti-Akademismus in der Forschung wurde das, glaube ich, ausgeblendet. Das ist so ein Punkt, und ich, wo jetzt genau. In der Jazzforschung. Ja, das ist so ein latenter Anti-Akademismus, wo man, glaube ich, auch die Gräben betonen möchte, die dazwischen entstanden sind. Aber, und dann auch natürlich das Narrativ, dass New Orleans als die Wiege des Jazz der einzige Punkt ist, wo das irgendwie alles herkommt. Wobei man da sagen muss, ich habe von Buddy Bolden die Enrollments gefunden. Der hat, der hat halt bei Nickerson gelernt. Also das ist, die mussten lesen. Und ich glaube, das, wo man es wirklich gut dran verstehen kann, dass das ein Mythos ist, ist, dass wir als White Researchers dieses Benevolent Prejudice da vielleicht vorsichtig sein müssen, weil ich glaube wirklich, das ist eine Zuschreibung, die in ganz vielen Fällen nicht der Realität entspricht. Und dieses Beispiel von James Rees Europe, das ist für mich eigentlich das zentrale Beispiel, wo man sehen kann, Moment, also man hat sich quasi von, also sowohl White Patrons oder White Researchers später auch, als auch schwarze Musiker haben sich geeinigt, okay, dann ist das Narrativ halt so. Dieses Genius Narrative, dass man halt irgendwie vom Himmel fällt und das einfach alles hat. Aber wenn man dann wirklich genau eigentlich in die Details schaut, das kommt nicht hin. Und das mit dem Lesen, das ist für mich eigentlich und für viele übrigens auch für viele schwarze Musiker damals in New Orleans. Es gibt ein schönes Telefonat von, also eine Aufzeichnung, Interview, wo die Fate Marables Musiker sich aufgeregt haben, dass man gesagt hat, sie konnten nicht lesen. Es war eine Beleidigung, es ist eine regelrechte Beleidigung, dass man nicht lesen kann. Und ich finde das auch, also als Musiker, das ist doch eine regelrechte Beleidigung, wenn jemand sagt, ich kann nicht lesen. Ich glaube, das dient dazu, dass diesen Kult zu überhöhen und den einzelnen Musiker zu überhöhen und zu sagen, das ist ein Genie, weil der ist so anders als alle anderen und der hat das irgendwie nur aus sich selbst heraus geschafft. Ich muss sagen, bei Errol Garner, ich bin mir nicht ganz sicher. Er hat unfassbar gute Ohren. Das ist vollkommen außer Frage. Aber auch bei Art Tatum, da habe ich auch also den richtigen Namen des Lehrers erstmal ausfindig machen müssen, weil der in den ganzen Biografien immer falsch geschrieben wird. Und man bricht meistens da ab mit der Diskussion und auch mit der Diskussion der Kindheit. Ja, der war Lehrer und dann geht es zum nächsten Schritt. Und dann ist eigentlich der Teil der Biografie, wenn man so ein, ich weiß nicht, das macht vielleicht 5% aus von den meisten Biografien, die Kindheit. Gibt es ja auch wenig Dokumente darüber. Deswegen musste ich halt gucken, dass, also was ist der große Kontext eigentlich und der Hintergrund in der
Black Community. Peter Kemper, kriegst ein Mikro. Du kriegst ein Mikro. Nee, du kannst nicht so. Wir sind live. Ich fand das sehr erhellend, weil über diese Ausbildungsgänge eigentlich bisher wenig bekannt ist. Und ich habe eine Frage. Können Sie was dazu sagen, welche Eingangsvoraussetzungen bei diesen HBCUs bestanden? Mussten die Bewerberinnen und Bewerber ein Instrument spielen können? Mussten sie eine Aufnahmeprüfung machen oder wie war das? Das war teilweise relativ hoch, teilweise gar nicht hoch. Also man musste in der Zeit auch erstmal schauen. Also die Schullaufbahn war durchschritten. Das kann man in den Curricula und diesen Course Catalogs kann man das auch schön nachlesen. Eingangsvoraussetzungen, also die schwarzen Schulen mussten erstmal schon mal durchlaufen werden. Und auch an den schwarzen Schulen wurde kein schlechter Musikunterricht gegeben, so wie ich das beurteilen kann nach der derzeitigen Quellenlage. Also ich habe in verschiedensten Archiven dann auch Curricula angeschaut und es mussten wohl Überhang gegeben haben an unglaublich gut ausgebildeten schwarzen Lehrern, die eigentlich an Universitäten hätten unterrichten können, aber die dann Schullehrer geworden sind. Und in Biografien liest man das manchmal auch, dass die, also Ellington schreibt das auch, dass sein Lehrer Henry Lee Grant, dass der eigentlich, und ich meine, dabei muss man noch bedenken, der war Leiter der National Association of Negro Musicians. Das war die größte Vereinigung der afroamerikanischen Musikerinnen und Musiker. Die waren alle extrem gut ausgebildet. Also Eingangsvoraussetzungen waren teilweise, je nachdem, wo das auch war, ne, die in den südlichen Schulen, auch teilweise so, dass man halt mit relativ geringen Voraussetzungen hingehen konnte. Aber was immer dabei war, eigentlich Chorpraxis, also Singen und Blattsingen. Und da finde ich auch in der Barbershop-Forschung sehr interessant. Also da wird auch immer gesagt, ja, die haben dann irgendwie Barbershop-Quartette improvisiert. Wo man dann denkt, naja, also wenn die vorher halt irgendwie, auch William C. Handy sagt, dass er konnte alles solmisieren, konnte jede Note erkennen mit Perfect Pitch und Solmisation und war ein unglaublich guter Blattleser. Also das steht im Hintergrund, glaube ich. Und wenn die schon in der Schule damit anfangen, weil natürlich diese Missionaries, wie zum Beispiel die wir gesehen hatten in einer Fist, Jenny Azaneth Robinson, die war ja 30 Jahre lang, hat den Blair Panda geprägt. Und das war relativ, es gibt ein schönes, nur vielleicht das noch zu sehen, von William E. Du Bois, der schreibt hier White Architects of Black Education. Das vielleicht zu dem Teil noch. Also, the teachers in these institutions came not to keep the Negroes in their place, but to raise them out of the places of defilement where slavery had wallowed them. The colleges that they founded were social settlements, homes where the best of the sons of the freedmen came in close and sympathetic touch with the best traditions of New England. They lived and ate together, studied and worked, hoped and hearkened in the dawning light. In actual formal content, their curriculum was doubtless old-fashioned, but in educational power it was supreme, for it was the contact of living souls. Also ich glaube wirklich, wenn man das sieht, wie lange das Curriculum gleich blieb, das ist das old-fashioned Curriculum, glaube ich, wirklich, wo man sagen kann, okay, das bis in die 10er, 20er, 30er Jahre bleibt das so. Und dann gibt es einen riesen, also es wird aussortiert, alles was deutsch ist. Erster Weltkrieg, da kommt der Cut. Alles möglichst irgendwie Cover-up, was deutsche Namen hat, wird geändert und die ganzen Treatises und so. Aber eigentlich da wird weiterhin Leipziger Theorie eigentlich serviert. Ganz verrückt. Stefan. Danke für den Vortrag, interessant. Ich möchte es ein bisschen vielleicht, dass es jetzt nicht in die andere Richtung kippt, so, dass man jetzt sagt, ja, wir müssen jetzt alle nur klassische Traditionen machen und ob wir was hören, ist irgendwie nicht so wichtig. Also ich würde es da vielleicht mal ergänzen über Chet Baker, wo mir sowohl Bar Phillips erzählt hat, dass er das mitbekriegt hat, der hat den da mit Charlie Parker zusammen gesehen und Charlie Parker hat Chet irgendwie tatsächlich, also hat Bar Phillips so mitgekriegt, auf der Toilette in der Pause ein Stück beigebracht und dann haben die das gespielt, also ohne Noten so, ne? Ja. Also so, und oder Richie Beirach, der mit Chet Baker harmonisch komplexe Stücke aufgenommen hat und so weiter. Also Chet konnte ja keine Noten lesen so oder kaum und hat halt, ja, tatsächlich, also Richie Beirach hat so gesagt. Also würde ich jetzt mal
Okay. Weiß nicht. Ja. Ich glaube jetzt, dem würde ich das, also sein Eindruck war, dass Chad kaum Noten lesen kann. Und auf jeden Fall dieses Hören, ich meine, natürlich, das ist, würde ich schon sagen, das ist also eine zentrale Fähigkeit, die ja, ja vielleicht in der heutigen Hochschullandschaft ja, ausbaufähig wäre. So. Absolut, ja. Na ja. Also das soll mitnichten, soll das bedeuten, dass dort das Gehör nicht zentral war? Also das ist das eine, ich glaube, und auch nicht heißen, dass jetzt ohne die klassische Ausbildung das alles nichts geworden wäre oder so. Also das ist auf keinen Fall, das im Gegenteil, also das will ich gar nicht sagen. Ich glaube, man muss eins dabei jetzt gucken, natürlich, wie die, also von der Zeitspanne. Ne? Wir gehen jetzt, wenn wir auch schon zu Charlie Parker gehen, ich betrachte jetzt einen Zeitraum viel, viel früher, wo es mit Aufnahmen noch nicht mal, also es nicht mal Aufnahmen gab, die aufgenommen werden konnten. Und dann kommen die Piano Rolls. Da kann man auch durchaus einiges natürlich sich abgucken. Und ich will auch nicht sagen, also wie das Lernen im Einzelnen abläuft, das ist ja wirklich ganz komplex. Ne? Also ich kann in einem Unterricht kann ich hingehen, was vorspielen, auch raushören. Und ich glaube, alle der Protagonistinnen, Protagonisten, die ich hier aufgelistet habe, die haben durch ihr Wirken schon bewiesen, dass sie unfassbar gut gehört haben. Und ich glaube, das klassische Modell der Gehörbildung und das Jazzmodell, das wir kennen heute mit Transkriptionen und Abhören, das muss sich gar nicht widersprechen. Ich glaube, das sind zwei Seiten einer Medaille, die man kultivieren kann. Also das Komponieren, aber auch das Raushören und wieder spielen und wieder lesen und wieder schreiben. Und, aber ich glaube, das gegeneinander auszuspielen macht überhaupt keinen Sinn. Und ich würde da bei Chet Baker, kann ich jetzt mich nicht wirklich genau darüber äußern. Ich weiß bei Richie Beirach definitiv, wie wichtig seine klassische Ausbildung war. Aber ich glaube, das Interessante ist, ich mir auch erstmal angewöhnen, dass man nicht glauben darf, was in Autobiografien geschrieben wird. Das ist so die letzte Quelle. Also das ist wichtig, sich darauf zu stützen. Aber das Schlimmste ist eigentlich für mich immer, wenn ich in irgendwelchen Biografien Paraphrasen davon lese, dann wird die Quelle angegeben und dann wird gesagt, ja, der hat das aber in seiner Autobiografie gesagt. Das mag sein. Ich habe es nicht gelesen. Der hat mir persönlich gesagt. Ach so, ja, ja, genau. Aber das Problem ist ganz häufig dieses Hearsay. Deswegen versuche ich, also irgendwie an Quellen zu kommen, die nicht versuchen, das künstlerische Genie, weil das ist ja was auch aus der klassischen Historiografie so versucht wird. Dieser Geniekult, der aufgebaut wird und zu sagen, weil wie bei Wagner oder Berlioz, die haben das alles nur aus eigenen, also die haben nie Unterricht gehabt und haben das aus eigener Kraft quasi. Ich wollte jetzt nicht auf irgendwas Geniehaftes. Ach so, ja. Sondern ja. Ich wollte einfach nur wirklich auf dieses Hören. Ja, ne, ich glaube, das Hören ist. Theoretisch, nee. Die Note ist richtig, weil sie theoretisch richtig ist. Ja. Und so weiter, so. Absolut. Also ich glaube, das Hören war. Ja, ja, auf keinen Fall. Also ich glaube, das war wirklich zentral. Und wenn man auch sieht, dass damals ja auch noch Harmony, also am Klavier, unterrichtet wurde, da ist das Hören auch zentral. Aber wenn das abgekoppelt wird, und das ist genau die Gefahr beim akademischen Kontext natürlich. Also in dem Moment, wo wir einen Hörsaal haben mit Leuten und denen Gehörbildung beibringen sollen, ist es extrem schwierig, Gehörbildung im Hörsaal beizubringen. Also da ist Kleingruppe und Kleingruppe und Einzelunterricht eigentlich das Beste. Oder kleine Ensembles oder Big Band. Ich bringe vielleicht eine Anmerkung aus dem Chat hinein, die etwas kritisch ist. Der Vortrag ist durch die mangelnde Balance sehr, sehr eurozentrisch. Ich glaube, damit spricht etwas Ähnliches an, was du, Stefan, vielleicht, nee, nicht? Du würdest es anders sagen. Ja, nee, ich glaube, ja. Aber ich glaube, das sind Dinge, auf die wir kommen. Ich fand es gut, dass du diese Seite, auch vielleicht gerade die wenig beleuchtete Seite der Education im frühen Jazz und des Einflusses, den auch gerade die europäische Art von Musikpädagogik auf Musikerinnen und Musiker hatte, der häufig ausgeblendet ist, dass du das einfach mal beleuchtet hast, damit wir das in unserem im Hinterkopf haben, wenn wir die nächsten Tage vielleicht etwas mehr
in die Gegenwart gehen. Muss jetzt leider, Timo, schon Schluss machen. Den Rest der Diskussion müssen wir in der Pause führen, weil wir uns diesmal an einen etwas engeren Zeitplan halten. Aber ich bin mir sicher, dass wir über viele dieser Dinge auch in den nächsten Tagen noch weiter diskutieren werden. Vielen Dank, Philipp Territe.